Good morning in the morning. Wir haben den 30. Dezember. And we are on the way, die letzten Besorgungen zu machen. Für Silvester, für Johannes Geburtstag. Das machen wir jetzt ganz schnell. Ich hoffe, dass es nicht so voll ist. Und wir alle schnell erledigt sind und spätestens in 2 Stunden dann auch wieder zu Hause sind. Los geht's. Eieiei. Auf geht's. Aber ich sah noch am Joggen ganz fleißig hier. So, wir haben jetzt alles gekriegt für die Kinder, alles bekommen. Ich wollte noch ein Glitzeroberteil, aber ich habe jetzt so auf die Stelle nichts gefunden. Ist aber auch nicht schlimm. Wir waren zuerst bei Taco. Die hatten vor Weihnachten war alles voller Glitzer. Alles. Und jetzt nichts, gar nichts mehr da. Nichts mehr, nichts. Ah, bis Silvester braucht man doch noch Glitzer. Ja, jetzt waren wir bei Zara im Zentro und haben gut, also ich bin maximal neidisch auf Lamias Outfit. Das ist bam. Diese Hose muss ich mir auch holen. Ich muss gucken, ob es die bei Zara auch für Erwachsene gibt. Gucke ich direkt, wenn ich zu Hause bin, im Internet. Ich wollte jetzt die Kindern nicht ausreizen. Aber Wahnsinn. Und Carlos Outfit. Carlos ist richtiger Gentleman. Ne, Carlos? Mama? Ja? Kannst du mir Internet geben? Ja, kann ich machen. Auf jeden Fall ist Carlos Gentleman. Sieht richtig gut aus mit einer Fliege und einem Jack, so einem Sakko. Richtig nice. Wollte er unbedingt haben. Hat er dann gekriegt. Und jetzt fahren wir zu Edeka und zum Partyladen, holen Luftballons für Joanna, 16. Die müssen wir dann bei Oma verstauen. Und ich hoffe, dass die dann halten. Aber wir haben noch Helium zu Hause. Das heißt, wenn da nichts, also ein bisschen können wir da noch reinpusten. Und zu Edeka einkaufen. Genau, ein bisschen was brauchen wir noch. Unter anderem wollten wir heute essen Frikadellen mit Kartoffelpüree. Und Erbsen und Möhren? Erbsen und Möhren? Nein, warum Mama. Nicht? Blumenkohl. Ja? Ich ja. Immer noch kein Internet. Ja, so schnell bin ich nicht, Carlos. Gratulieren dir, Geburtstagskind. Oh, bitte. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Oh,
Oh, gelbe Rosen! Survivorship Bonus. Was heißt das? Ja, weil wir sehen, wie wir dann da sind. Danke. Mach erstmal noch. Okay, dann mache ich erstmal alles auf und dann sag ich so. Hast du deinen Namen selber geschrieben? Ja, ne? Ja, klar. Ja, selber okay. Unterschrieben, ne? Egal was, ne? Egal was, mach einfach. Ich glaube, das in der Tüte ist von dir. Ja. Das sieht man irgendwie schon. Okay, dann, ja. Charlotte Gallos. Oh mein Gott, warte mal. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Die sind schwer aufzumachen ja, mittlerweile, voll. Ey. Dann reich mir meine Neger. Willst du nicht kaputt machen? Gib das mal Mikro. Ich weiß, was es ist. Boah, guck mal. Das sind voll die perfekten Farben, ne? Sehr große. Schon wieder was von Charlotte. 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 Ich glaube, das ist der Blush. Es ist der Blush. Sollen wir es wieder aufmachen? Nee. Oh mein Gott. Zeig mal. Nee. Blush. Oh, wie schön. Das sieht ehrlich richtig schön aus. Ich errate es. Es ist, glaube ich, ein Fixing Spray. Was ist das? Boah, ich rieche jetzt mal daran. Alle meinen, das riecht richtig lecker. Oh, ja. Okay, ja, ich weiß das nicht. Ah! Ein Schlüssel! Hast du den Schlüssel gefunden? Ja! Oh, wo hast du den gefunden? Ich weiß nicht, was du mit Euro dafür zahlen sollst. Wo hast du den? War klar, dass er also wie lange hast du den schon? Ja, seitdem wir den suchen wahrscheinlich. Der hat das schon vor Wochen eingepackt. Aber ich habe nicht erkannt, guck mal, das ist. Karl, wir haben den doch überall gesucht. War das der, den ich verloren ist von, habe? Ist von Oma der. Ich habe ihn nicht verloren, ich habe es doch gesagt. Die John hat Ärger gekriegt, deswegen. Alles Gute zum 16. Karl, Oma war bestimmt auch sauer auf mich. Das erzähle ich dir heute, das ist wegen dir. Das ist auf jeden Fall Storytelling, das ist das beste Geschenk. Ja. Das ist voll unerwartet. Die Schlüssel von der Tasche geklaut. Hat der früher immer gemacht mit Schlüsseln, ne? Bei deinen Eltern noch auch, ey. Du bist zwar nicht mal Schlosser oder Carlos, so. Carlos, warum hast du mir den Schlüssel geschenkt? Ist doch dein. Danke. Sehr nett. Recyceltes Geschenk. Ja. Hat die da Geld reingemacht? Ja. Lamia! Nein, behalt das mal. 5 Euro. Nein, behalt das. Lamia. Wieso? Kannst du doch kein Geld schenken. Du kannst die Jonna doch mit dem Geld zum Eisessen einladen. Oder zum Kippen. Wir haben schon mal einen fetten Döner gegessen. Ist das ein Puzzle? Ja, wir schenken dir ein Puzzle, weil wir wissen, dass du so geduldig bist. Und für deinen Zen-Status. Was ist das? Okay, ein Schuhbox. Vorne ist eine Schleife drin. Ich dachte, die sind so dick. Nein. Nico? Oh mein Gott. Hat die Nico das abgeschossen? Nein, aber ich hatte schon eine Tendenz. Eine Tendenz? Tendenz. Oh mein Gott.
Okay, ein. Das aus wie Philomia, ne? Das ja, das ist ja auch. Wer? Die Sachen von Kardashian. Von der Kim. Ja, dann jetzt auch irgendwas, Bobby. Danke. Mein Gott. Ja, los. S, ja. Ja, okay, das müsste dir doch passen. Oh mein Gott. Ja, wenn nicht passt, hau schon mal rot. Zurückgeben 15 Euro, ne? Nee, aber nicht da, nicht bei Nette Porto. Dankeschön. Ich ja annehmen. Danke, Carlos. Bitte. Für den schönen Schlüssel. Danke. Ich hab das schon gesehen. Ne? Da hast du einen neuen Mia, für das Geld. Ja, ich weiß richtig gerade nicht mehr. Danke. Guten Morgen, meine Lieben, und ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Heute ist Joannas Geburtstag. Wir feiern heute Joannas Geburtstag. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und seid alle gesund. Wir waren ja Weihnachten krank. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt auf Instagram. Folgt uns da gerne, wenn ihr das noch nicht macht. Weihnachten war letztes Jahr bei uns ganz merkwürdig, weil wir wirklich krank waren, die Kinder und ich. Ganz weirdo Weihnachten. Ich habe so komische Weihnachten, hatten wir noch nie. Irgendwie total lost. Ja, Silvester waren wir mit Freunden unterwegs, haben wir auch schön gefeiert. Und heute ist Tag der Tage. Wie gesagt, Joanna ist 16. Wir haben jetzt gerade zusammen gefrühstückt. Der Dominik bringt jetzt gerade Lamia und Carlos zu Oma und Opa. Das ist so Tradition. Die Joanna wünsche ich das einfach immer, dass wir dann mit der irgendwo hinfahren. Meistens möchte sie dann bummeln gehen, ein bisschen spazieren, ein bisschen gucken, irgendwo was Schönes essen. Heute Abend kommt dann Familie, da gibt es Pizza, haben wir bestellt. Und ja, das machen wir jetzt gleich. Eigentlich wollte sie nach Düsseldorf fahren und da ein bisschen rumgucken, aber das Wetter ist leider nicht so nice, um da draußen zu shoppen. Deswegen werden wir zwar nach Düsseldorf fahren, weil die möchte unbedingt zu Sephora nach Düsseldorf. Und dann werden wir das machen. Und dann im Anschluss dann rüberfahren ins Zentrum. Und dann sind wir da auch im Trockenen und können da noch so ein bisschen gucken und sich dann halt so ein bisschen shoppen und so weiter. Und ihre Gutscheine, die sie auch an Weihnachten gekriegt hat, dann ausgeben. Ja, und dann geht es auch schon nach Hause. Und ich habe Gott sei Dank nicht so einen Stress, weil, wie gesagt, wir dann halt Pizza bestellt haben. Und das kommt dann alles. Und Getränke und so haben wir auch alles da. Wird eine gemütliche kleine Runde. Was heißt klein? So klein ist das gleich, 14 Leute, glaube ich. Und genau, und auf dem Rückweg kommt auch noch mein Bruder ab. Der kommt dann auch. Ja, jetzt ist die kleine Maus schon 16. Verrückt, 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 verrückt. Aber die hat sich auf jeden Fall gefreut und eventuell zeigt sie euch dann später, was sie dann zum Geburtstag gekriegt hat. Sie wird nämlich, glaube ich, auch nicht vloggen. Sie wollte heute nicht vloggen. Und aber ich habe gesagt, ich begleite den Tag so ein bisschen mit. Es ist so Tradition. Ich finde das immer so schön, wenn man sich das dann angucken kann, wenn ich mir die Geburtstage der Kinder immer angucke, wie die sich so entwickelt haben, weil man das im Alltag manchmal gar nicht so mitkriegt. Ist das total crazy, wenn man sich den Geburtstag von Joanna vor 3 oder 4 Jahren anguckt, wie die da noch war und wie die jetzt ist und so. Ja, ist immer eine schöne Erinnerung auf jeden Fall für mich dann oder für uns alle auf jeden Fall. Und Weihnachtsdeko ist auch ab. Ist ja auch immer bei uns so, dass das ganz schnell wegkommt. Also ich habe am 31. und am 31. habe ich schon alles weggemacht und gestern kam der Baum auch noch ab, genau. Und dann ist wirklich, dass Joanna auch dann nichts mehr mit Weihnachten zu tun hat. Ja, das war's. Mehr Neuigkeiten gibt's nicht. Ich bin gesund, Lamia ist gesund, Carlos hustet noch ein bisschen. Und ich sehe jetzt gerade, dass die Kamera leer ist. Das heißt, ich muss hier ein bisschen aufladen, damit ich die auch mitnehmen kann, damit die gleich nicht leer ist, wenn wir dann unterwegs sind. Wuhu, es regnet und unartig. Die John hat leider nichts gefunden zu unserem Verdruss in Düsseldorf. Und jetzt fahren wir nach, Düsseldorf. Jetzt fahren wir nach Oberhausen. Da sind wir wenigstens trocken, so war ja eigentlich auch der Plan. Da sitzt sie jetzt und arbeitet auch noch an ihrem Geburtstag. Management has called. Und hat deinen Geburtstag vergessen. Ja. Not nice Management. Wenn ich deine Managerin wäre, hätte ich ihn nicht vergessen. Ich bin einfach die Mutter von Kim Kardashian.
So, nee. Also es regnet, die John hat nichts gefunden. Dafür haben Dominik und ich was gefunden. Dominik hat eine kleine süße Espresso-Tasse gefunden. Espressi. Un Espressi, por favor. Und so wie es aussieht, haben wir übrigens den Dominik jetzt als allerletzten an der Reihe, der jetzt krank ist. Wir haben jetzt gerade schon Aspirin-Komplex geholt. Aufgeputscht. Aufgeputscht. Damit er heute durchhält, so wie ich an Weihnachten. Und dann hoffen wir mal, dass er eventuell nicht so ganz so schlimm erwischt. Ich bin zuversichtlich. Ja. Guter Dinge. Happy birthday to you.